Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon World 3. Wie ich gefragt habe, wurde mir geantwortet. Ich habe gefragt, ob ich die ganzen Wege noch mit aufnehmen soll, wenn ich irgendwo hingehe. Haben die meisten bisher gesagt, eigentlich alle bisher gesagt, nein oder mach wie du es möchtest. Weil ich möchte es halt gerne so machen, dass ich die Wege halt nicht mit aufnehme, weshalb ich jetzt schon mal hier so hingegangen bin auf dem Weg zu den Protokollruinen, aber vorher nochmal angehalten, weil ich das dann auch mit den Baumstiefeln zeigen will. Man tritt gegen diese Bäume und sie hat unten rechts so ein Radar. Wenn das so grün nicht aufblinkt, dann heißt es, das Wasser in Nähe, und wenn es so rot aufblinkt, heißt es, das ist ganz nah. Und wenn es schwarz wird, heißt es, kommt ein feindliches Dämon. Dann in der nächsten, die näheren Umgebung des Baumes, wo es gerade rot geworden ist, da befindet sich gleich ein Kartmon. Ah, jetzt haben wir Heat Cutter. Super. Jetzt hat er auch gleich eine Attacke. Das finde ich gut. Ich hatte das gerade gehabt, ein Betamon. Das hat dreimal die Attacken geblockt, ey. War dann mit einem Schlag kaputt gewesen. So. Einer von denen ist das der hier hinten. Ja, das scheint der zu sein. Und hier haben wir ein Kartmon. Dieses Demon gibt es, soweit ich weiß, wenn du in diesem Spiel ein kleines gelbes Ding mit einer Karte auf dem Kopf. Es können auch zwei oder drei sein. Je nach der Anzahl der Booster auf seinem Kopf ist das halt dieses Booster-Level. Nur eins sind wenige, nur zwei sind starke Karten, stärkere Karten, nur drei und so weiter. Die Karte sieht man, das ist eigentlich wie ein normaler Angriff, nur halt mit Feuerelementen dabei. Das Ding macht eigentlich auch nur so einen Normaltag. Das Problem ist auch, es flieht ganz gerne. Und es verflucht. Stärken. Ich weiß gar nicht, heißt das, das verringert unsere Stärke? Ich weiß das bis heute nicht. Ich habe das auch nie großartig nachgeguckt. Können mir bestimmt einige sagen, weil es hätte mich nie interessiert. Oh, nach Level 7 gleich, das ist schön. Hier, Team Booster 1B. Das können wir uns dann später auch mal öffnen lassen. Als großartig auf Kartmon-Jagd werde ich offscreen gehen, wenn ich dann auch am Trainieren bin. So, mein Spaß halber gucken. Ich bin ja jetzt doch, mein Team ist ja viel cooler. Willst du jetzt vielleicht gegen mich kämpfen? Kid, kannst du kämpfen? Dann spiele ich eine Weile mit dir. Ja, jetzt die ganzen Thema. Machen auch Kartenkämpfe so mit uns. Okay, aber Level 13, das ist zu hoch. Der macht uns wahrscheinlich fertig. Also gewinnen werde ich wahrscheinlich nur mit viel Glück. Ja, ziehe blaue Energiekarten ab. Das macht mir nichts. Ich habe nämlich eh keine. Okay, Pater Mann, aber wir haben hohe Verteidigung. Hohe HP. Ach, du Kacke. Na okay, wenn er jetzt nichts verstärkt, ich kann doch gleich in Digimon rufen. Nee, ich glaube, das gewinne ich sogar diese Runde. Noch voll selber ein Goodbye. Nee, scheiße, ich glaube, ich verliere. Der müsste 3 plus 2. Ah, okay. Andersrum. Oh, das war jetzt auch wieder scheiße knapp. Ja, jetzt mit Kanon. Oha. Oh, das ist schon mal gut geboren, Mann. Ja, das ist eine Goborimon, das ist zwei Hakumon. Was doch eigentlich, was will ich. Nee, dann benutze ich den nicht, weil ich kann zwei Hagurumon, dann hätte ich hier eine Ultra und hier ein Ultra. Nee, komm, lass es. Was? Okay. Ich will dich auch angucken. Nein, kann ich es zurückmachen? Nein, ich will einfach nichts benutzen. So. Nein, ich passe es so rum jetzt. Weil das bringt jetzt nicht. Ich müsste eine weglegen, die will ich nicht. Das könnte mir vielleicht helfen. Sieht bisher nicht so aus, aber vielleicht hilft es noch. Benutzt du auch Programmkarten oder lässt das? Ah, er macht nichts. Okay, jetzt kann ich nur hoffen, dass es gleich reicht.
Oh, was ich sowas von gar nicht was von nicht glaube. Ich hab eh nichts, ich kann gar nicht so aufs Feld legen. Einmal Etemon und dann Andromon und nein, das reicht nicht. Scheiße. Okay, wer die nächste Runde gewinnt, der hat gewonnen. Ja, ich habe auch diese Standard-Deck. Ich habe noch kein bisschen was dran verändert, weil ich ja keinen Karten habe. Das sieht eigentlich recht gut aus, wenn er mir jetzt keine roten Dinger abzieht. Ja, blau macht blau. Blau ist mega. Sieht das nicht mal so schlecht aus. Okay, ist mir jetzt nur lieb, wenn er ja viele Programmkarten am Anfang benutzt, dann hat er nachher nicht so viele Digimon. Also viel HP werde ich nicht haben. Jo, das sieht jetzt wirklich sehr gut aus. Doch, ah, kacke, er hat nur eine Gummermann-Karte. Macht das HP? Ah ja gut, HP wäre mir jetzt gerade wichtiger, ehrlich gesagt. Ist scheißegal, wem man das eigentlich gibt jetzt. Ich muss viel aushalten. Austeilen kann ich gut, aber ich muss viel aushalten. Ah, ich mach den genau 0. Ich hab genau 0. Boah, Gott sei Dank. Ja, okay. Auch wenn ich die HP-Sache nicht gehabt hätte, ich jetzt gewonnen. Hui. Booster 04. Eieiei. Das war knapp, Leute. Was verloren? Ups, dachte, du wärst nur so ein Balk. Tja, da siehst du mal, Kollege. Das war die oben? Nee. Dann gehen wir jetzt aber erstmal in die Protokollruinen. Vielleicht danach, wenn wir das dann in Protokollruinen erledigt haben, dass wir einen kleinen Kartenrundgang machen. Also sprich, ein bisschen Kartenmon und Kartenkämpfe. Könnte man ja eigentlich machen. Hier ist nichts. Ja, es ist schon sehr schön hier, sehr einladend. So Spinnennetze und... Hast du nicht gesehen? Und das ist jetzt geil, du siehst gar nichts von dem Weg hier. Man muss an sich eigentlich nur... Entweder man weiß den Weg aus dem Kopf. Was ich nicht tue. Oder man geht halt einfach irgendwie... Oh, Goborimon. Oder, müsste Goblimon auf normal heißen. Naja, irgendwie sowas halt. Ein recht dummes Digimon. Oh, aber blockt. Und wie viel Schaden machst du? Na, nicht so viel. Ist ja auch nur ein Schaltlevel, also von daher. Werdet ihr vielleicht auch bei den Einblendungen sehen, die Level werde ich immer die original japanischen benutzen. Fuki ist Child, Adult ist Champion. Also, sobald ihr anfangen, Ultra-Digimon zu kommen, schreibe ich es erstmal noch eine Weile in Klammern hin, dass ihr das merkt, was ist, weil sonst das ein bisschen viel Platz wegnimmt. Ah, jetzt hier. Wie ich das jetzt mache, ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe, bis ich irgendwo weitergehen kann und finde ich schon irgendwie meinen Weg. Dadurch habe ich bisher immer so gemacht und ich bin bisher immer an mein Ziel gekommen. Finde ich auch ganz nett. Ich finde schade, dass dieser Obelisk hier bisher einfach nur so zur Zierde dasteht, weil dann hätte man vielleicht für irgendwas nutzen können. Ich finde es recht cool. Jetzt kommen wir hier in die Ruine rein. Die Musik ist extrem geil. Ich hoffe auch, dass wir vom Level her hier so das nicht zu fernab von allen bewegen. Nee, hier war jetzt noch nichts. Ich glaube auch, glaube ich, gerade falsch. Ja, ich wollte nur nachgucken. Ich bin so froh, dass man hier nicht runterfallen kann, weil wenn, das könnte so böse ausgehen. Wieder nur ein Goblimon. So, fertig gemacht. Yay. Die Numon steigt auch gut Level auf. Powerladung werde ich mir mal ganz kurz noch aufheben. Und noch bestimmt andere und ich werde es gleich brauchen. Ich habe auch noch mal ein paar eingekauft. Ich habe auch die Numon noch vorhin noch mal eine neue Waffe gegeben. Ich habe überhaupt meine... Oh. Ja, danke Minotaurumon. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt einen Überraschungsangriff machst. Alter Sack.
viel macht das? Ja, okay, 141. Marke? Ne, ich wollte nicht tauschen, ich wollte... Ah, hier, genau. Ich wollte mal digitieren, das hat man noch gar nicht gesehen. Los geht's. Gute Mann, digitiert zu. Juhu, Mann. Ja, ich find's cool. Hoffentlich Ja, jetzt muss ich schon Item nehmen, weil das wäre jetzt ein bisschen gefährlich. Vor allem, weil ich glaube, Minotaurumann halten auch einigermaßen was aus. Ah, ich bin zum Glück ein Gänseflinker. Ach, oder auch nicht. Dann hatte ich die mal nur schwerer am Kopf. Habt ihr auch immer gesehen, wie das aussieht, wenn ihr die jemand deletieren? Ja, und da kommen wir schon zu so einem ersten Boss. Ich müsste hoffentlich rein theoretisch breit sein. Ich bin Pharaomon, die Schützer dieser Ruine. Beim Digimon-Gott, ich werde nicht verlieren. Ich fordere dich heraus. Du zeigst keine Angst. Ich warne dich, ich bin sehr stark. Das muss ich erst herausstellen. Gut, du bist bereit. Ich gehe auf ganze Kraft. Es ist ein verdammtes Mega-Digimon. Ultimate, und guck doch mal an, wie riesig das ist. Das geht auf ganze Kraft. Ach, okay, das macht immer recht gut. Macht's mir. Ah, okay. Also solange seine Spezialattacke nicht einsetzt, sollte das eigentlich gehen. Ah, scheiße. Ja, Necromist, das ist auch so ein Mist, ey. Ah, Feinkotemon. Olinumon. Aber leider ist das flink. Boah, guter Blocker. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal. Jetzt hat's gemacht und komm, steh auf. Ach, sogar weniger. Ach komm, das zeige ich jetzt auch mal. Er ist jetzt so weit runter. Ich glaube kaum, dass es ihn gleich umbringt, aber ich will gerne diese DNA-Digitation mal zeigen, die alle Champion-Digimon machen können. Inohumon. Yubimon. DNA Digitation zu. Ah, Gunimon. Yep. Oder Agnimon, besser gesagt. Und ist er down gleich? Ja, haben sogar down gekriegt damit. Geil. Wuhu. Haben beide jetzt auch was abbekommen? Ja, das finde ich schön. Beide Level 8. Yay, super. Super Teamwork, sage ich da nur. Verloren, du bist besser als ich dachte. Na klar. Als Lob gebe ich dir dies. Super, der alte Stab. Du bist stark. Unsere Götter werden mit dir sein. Ja, danke sehr auch. Erstmal das Item gleich Renamon geben. Ja, das haben wir gerade gesehen, die DNA-Digitation. Wie ich schon mal erwähnt habe, das Spiel wurde entwickelt, als es Digimon Frontier noch nicht gab. War, glaube ich, gerade in der Produktion gewesen oder so. Was ist das für links oder rechts Magie-Routen? Ja, das ist super Angriff erhöht. Das ist sehr gut. War so Position gewesen, und so als kleinen Spoiler, als Feature, whatever, konnte man hier schon
zwei von den Digimon sehen, und zwar einmal Agunimon bzw. Agnimon. Und das, wenn eine andere Konstellation ist, kann da auch Kendogarurumon rauskommen, wo ich jetzt gerade den Originalnamen nicht weiß. Eins der beiden. Was ich ziemlich cool finde. Auch wenn es unlogisch ist, aber cool. Ja. Zaubermann, die machen wir locker platt. Ei. Da bin ich ja recht froh. Das ging ja gerade mit Pharaomon recht easy. Muss ich ja mal sagen. Da hatte ich früher immer viel mehr Probleme gehabt. Aber wird das schon ein bisschen gut. Und hier ist der Leader. Der hat einen Wimmon, der olle Sack. 1, 2, 1, 2. Ich trainiere, um zu Metallgrämern zu digitieren. Ich hab Durst und Hunger. Ich geb dir was, wenn du mein Partner wirst. Ich bin okay. Im nächsten Kampf werde ich großartig sein. Oh, scheiß Leader. Gibst du mir dein Wimmon, wenn ich dich besiege? Was? Du willst mich herausfordern? Sorry, ich kämpfe nie gegen Schwächlinge. Aber wenn du wirklich willst, siege erst gegen Master Tyrannomon im Tyrannental. Ja, müssen wir auch erst noch machen. Den davon zu überzeugen, dass wir stark genug sind. Voller Sack. Weil er glaubt, wir sind nur ein schwächlicher kleiner Thema. Oh. Was wir natürlich nicht sind. Unseren Weg herausfinden. Na komm. Da bin ich das hier, ist mir auch lustig, dass man hier nur den Satelliten immer sieht. Und da habe ich irgendwann immer angefangen zu singen. Piep, piep, kleiner Satellit. Das ist irgend so ein Lied. Ich weiß nicht, von der Sängerin hieß, glaube ich, Blümchen oder so, die das, glaube ich, gesungen hat. So aus den 90ern. Ich kenne den Song überhaupt nicht. Ich kenne nur dieses Piep, piep, kleiner Satellit. Ich muss irgendwie immer singen, wenn hier so durchgehe. Weil du halt nur den Satelliten siehst, was ich gut finde, weil sonst hättest du ja wohl keine, voll keine Orientierung, wo du gerade bist. Komm, ich glaube, da geht's lang. So. Nee, doch nicht so ganz. So, jetzt habe ich's. Irgendwie hier so durchzwängen. Ja. Werde vielleicht auch gleich mal Kyogimon nach vorne packen, weil den Humon haben wir jetzt ja schon so oft gesehen. Gelernt hat er Frostcutter. Ja, das ist halt ein heißes Eisen und ein kaltes Eisen. Na komm, muss das hier nicht irgendwie lang gehen oder so, oder? Da lang hier so, ah, da. Jetzt habe ich mal gefunden. Nein, ich wollte eigentlich nicht Kampf machen. Wobei, mal gucken, reicht das auch schon aus? Ja, das reicht auch schon aus. Man muss nicht immer Spezialtechnik nehmen. Irgendwann sind die MP auch alle. Sobald wir aus dem Wald raus sind, nehme ich halt Renamon nach vorne. Da. Ich will aber noch mal kurz einen Digimon hier kämpfen. Damit ich das hier weg habe. Komm raus, du widerliches Vieh. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, und hier zwar Dokugumon. Ey, ich mag es nicht. Das ist eine riesige Spinne. Ich mag es ganz und gar nicht. Nee, 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 ich mag es nicht. Ich mach's ganz schön putt. Ja, die machen auch kein Problem mehr. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu stark. Hab ich jeweils das Gefühl. Weil die haben mir alle wirklich früher viel mehr Probleme gemacht. Dann merkt man halt, ich war zu lange da im Drehwald drinne.